Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen, völlig fantastischen Do-It-Yourself-Videoreihe. Wir werden heute die Stoffe verarbeiten, sprich die Polster beziehen. Frauchen ist schon wild dabei. So, Polster beziehen. Lange drüber geredet. Ich glaube, das erste Mal haben wir drüber geredet bei der Roomtour, Schatz. Kann das sein? Ja, kann sein. Ja, Roomtour. richtig. So, pass auf. Hier liegt unser Tagesbudget. Dein Tagesbudget, nicht meins. Stoffe. Wo kommen die Stoffe her? Was haben wir für Stoffe? Erkläre ich jetzt erstmal, oder? Ja. Also, wir haben die Stoffe von der Firma. Boah, geht's denn noch lauter? Ja. Die Stoffe von der Firma UKATEX bestellt. Im Internet. Adresse schreibe ich euch mal unten rein. Und dann haben wir zwei. Also, wenn ihr da bestellt. Ihr könnt da gerne anrufen, habe ich auch mehrfach getan. Super nette Leute, top akkurate Auskünfte, also schwer zu empfehlen. Ihr könnt vom Prinzip alle Stoffe da wählen, die ihr da seht und auch miteinander kombinieren. Oder ihr ruft da einfach mal an. So, wir haben jetzt. Der Ausgangspunkt war, dass Du bist wir. voll in der Sonne. Wir haben ja ein Ja, bisschen Licht gemacht, weil. ja, ich sehe auch nichts. So. So, wir hatten neue Sitzbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz bestellt. Die haben wir machen lassen. Die kann man bei UKATEX, das war der Ursprung, Maßanfertigung. Maßanfertigung. Und daraufhin haben wir uns diese Stoffe, da war da auch Meterware bekommt, als Meterware bestellt für unsere Polster. Genau. Das war der Ursprung. Und da haben wir einmal das Polster Parma und das Polster Grau. So, und die zeige ich jetzt mal. Pass auf. Das ist das Polster Parma, glaube ich, ist egal. Das ist so, was ist das, Schatz? Das So ist so unterfüttert. netzartig, genau, das ist so Ja, unterfüttert mit so einem Netz, damit der Schaumstoff Originalsitz innen drin. nicht beschädigt wird. So, wo ist der Graue? Ja, da ist ja nur so ein Fisselstückchen hier. So, und das ist praktisch unser grauer Stoff. Oh, Entschuldigung. So, die Seite ist auch so gepolstert. Fühlt sich gut an. Ist grobes Material oder relativ grobes Material. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, was Wichtiges, glaube ich. Jetzt ist es natürlich weg. Bin so aufgeregt. Geht endlich los. Ja, diesen Augenschmaus orangebraun gestreift, sieht man sich auch irgendwann mal leid, ne? Ach so, zu den Autositzbezügen. Die sind maßgeschneidert, maßangefertigt. Da ist es extremst wichtig, dass ihr da ein Foto von eurem Sitz mitschickt. Das erklären die euch da aber alles. Ja, jetzt würde ich einfach sagen, also wir zeigen es, ne, Schätzchen, so wie wir meinen, dass es richtig ist. Oder? Oder? Wir nähen einfach mal, ne? Da gibt es garantiert irgendwelche Kniffetricke oder sonstiges, aber wir Ja. sind da jetzt nicht gelernt, sondern man kennt das so von Mutter Also hat einem das gezeigt, bitte wie man näht. zerreißt uns nicht, wenn da Genau. irgendwelche Schneider, Kürschner oder Profis da dran sind. Profis oder wie heißen die anderen? Nähfeen, ja. Kann sein, dass wir es falsch machen, aber Wichtig ist das Ergebnis. Ne? genau. Das ist Genau. So, jetzt zeigen wir mal erstmal, wie wir das grundsätzlich verhackstücken. Das heißt, wir haben uns ein Muster gemacht. Da hat Christine schon sowas. So, wie haben wir das Muster gemacht? So, das ist ja das alte Polster hier. Ne, abgezogen. Das haben wir dann einmal auf links gedreht.
einmal ein bisschen ausgerichtet. So, und das hier ist ja jetzt ein Stück von mehreren, wie das Polster zusammengenäht ist. Und dann haben wir uns hier so ein Pergamentpapier, Butterbrotpapier oder aber auch Backpapier genommen, haben das hier so draufgelegt und haben es angezeichnet, wie die Naht ist. Schön, sauber, exakt. Ja, das passt jetzt nicht, aber als Beispiel. Ausschneiden und dann hast du sowas. Ne, das ist deine Vorlage. Und dann nimmst du die Vorlage. Danke. Und dann nimmst du diese Vorlage und legst die auf deinen Stoff drauf. Zeichnest du dir das an mit Schneiderkreide, also den Profi, die Profi-Ausstattung haben wir. Und lässt natürlich 1, 2, wie auch immer Zentimeter Nahtzugabe. Ne? Dann müsste das dann hier ausgeschnitten werden, richtig? Korrekt. Und dann brauchst du einfach nur noch zusammennähen. Ja. Und fertig ist der Lack. Genau. Wir haben ein extra starkes Nähgarn genommen und hoffen mal, dass das alles so funktioniert. Da war ich in einem Schneiderfachgeschäft und hab Stoffmuster. Apropos Stoffmuster, die könnt ihr auch noch vorab bestellen, damit ihr die mal seht in der Hand. Moment. Der kriegt da so kleine Abschnitte, so 5x5 cm. Oder 4x4, 3x3. Das sieht dann so aus. Kriegt er so kleine Stoffmuster. Wo dann hinten drauf steht, welcher Stoff das ist, genau. Also welche Sorte. So, dann könnt ihr die einmal so anpatchen und feststellen, ist das was, ist das nix. Genau, so. Zusammenhalten, was passt zu wem und genau. Damit man das mal so bis sieht. Zu 6 Stoffmuster könnt ihr bestellen pro Mal und die sind umsonst. Und mit den Stoffmustern bin ich zur Schneiderfachfrau gegangen. Fachgeschäft. Und die hat mir dann so ein Nähgarn Typ 96, glaube ich, oder die Stärke 96, irgendwie so festes Nähgarn für Jeans und Knopflöcher und sowas. Und damit nehmen wir das dann gleich alles schön zusammen. Und dann gibt es noch eine schöne Steppnaht oder irgendwas? Ziersteppnaht. Ziersteppnaht. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin ja kein Profi. Ich auch nicht. Also, wir sind ja auch nicht ganz bekloppt. Wir haben ja auch schon ein bisschen getestet. Testnähte gemacht. So, damit wir hier auch keinen Scheiß erzählen, wie das auseinanderhält oder wie das zusammenhält und sowas. Und ich habe schon ein klitzekleines Teilchen vorgearbeitet, damit wir hier nicht ganz so dämlich aussehen. Aber so in etwa soll die Naht aussehen. Das sieht doch, glaube ich, gar nicht so scheiße aus. Ja, zeig mal das Teil schon, genau. Was du genäht hast. So, dafür hier. Brauchen wir aber ein bisschen Licht. Dafür brauchen wir ein bisschen Licht. Meine Lichtverhältnisse, ich bin hier nicht im Studio, sorry. Na, und so, da oben die Rundung mitgenommen, hier hinten ist jetzt noch nicht alles fertig. Ja, so oder so ähnlich soll das dann aussehen, so stellen wir uns das vor. Wir nähen jetzt, ihr seid dabei. Und auch dann, bei unseren Wutanfällen, wenn es nicht klappt. Dann gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Lasst euch überraschen, wird spannend. Ja. Definitiv. Thank you.
dann aus, wenn es gekettelt ist? Sagt man ketteln, Schatz? Weiß ich nicht. Hier, bei uns heißt das ketteln. Wir sagen das dazu. So, soll bedeuten, das fusselt und franzt da nicht aus an den Schnittkanten. Wichtig. Ja, die Applikation habe ich dann jetzt soweit fertig. Zugeschnitten und gekettelt. Jetzt wollen wir weiter nähen. Jetzt habe ich mir das hier so angeheftet. Kann man das sehen? Und dann kann ich den so umschlagen. Ja. Und dann hätte ich ja meine Applikation hier so. Zeige ich gleich nochmal genauer. Jetzt gehe ich von diesem Kettelstich weg und stelle die Maschine ein auf diesen Stretch-Stich. Ich glaube, so nennt sich das. Und jetzt mache ich dieses andere Garn da dran. Ich kann das nicht mehr lesen. Die schreiben halt immer so klein. Das ist ein 36er, glaube ich. Ein 36er Garn. Also extra stark, sagen wir mal so. So. Das mache ich auf jeden Fall jetzt rein, damit ich eine feste Naht reinkriege. Der Unterfaden ist ein ganz normales Nähgarn und dann geht's los. Ich habe mir hier einen Strich gemacht, wo ich hergehen muss. Dann sieht das so aus. Das ist fein. Wer glaubt, das hat mal eben schnell gemacht ist, ne? Der glaubt das falsch. Respekt an alle Näher und Näherinnen unter uns. Das ist schon eine Aufgabe, oder? Ja. Frauchen ist völlig konzentriert. Ja, aber gibt das ja Mecker. Hier geht es ja auch um was. Hier geht es um Günner und seine neue Haut. So, uns verlässt der Humor dennoch nicht. Oder, Süße? Nö. Das machen wir ganz hervorragend. Glaube ich. Ich würde sagen, jeder Schneider, der wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was macht, stümpern die sich da zurecht? Und letztendlich das Ergebnis zählt. Ein Schnäpschen wäre nicht schlecht. Oh, weißt du was? Jetzt, wo du das sagst. Erstmal ein Schnäpschen, oder? Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Grüße an Birgit und Detlef. An wen? Birgit und Detlef. Alles klar. Erstmal ein Schnäpschen. Erste Etappe haben wir geschafft. Pass auf. Prost. Prüstchen. Und wir sind so stolz auf uns. Ja. So, aber wir sind ja nicht zum Saufen hier. Jetzt geht's weiter. Ja. Wir haben uns jetzt entschieden. Wir machen den Zierstreifen, hätte ich bald gesagt, den Zierfaden in Grau. Zeige ich gleich. Mega! Ey, das ist mega schön!
dir mal den Unterschied jetzt an. Siehst du das? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Hier die Ziernaht und hier nix. So tausendmal schöner. Wo ich einen Ferrari Rot nehmen sollen. Guten Morgen. Gleicher Film, neuer Tag. Wir haben ja gestern Abend noch ein bisschen hier weitergemacht und ich wollte euch mal kurz zeigen, wie weit wir noch gekommen sind. Wir haben noch ein bisschen die Schnittmuster vorbereitet und angenäht, das was soweit schon mal ging. Das ist jetzt, was wir noch so, wie wir mit der Sache oder wie wir ja davor gehen, sagen wir mal so. Ne? So, dann kann man die beiden Seiten noch hier dran nähen. Dann sieht das so aus. Andere Seite genau das gleiche. So. Das haben wir gestern auch gemacht. Jetzt geht's weiter mit Nähen. Das Schlimmste, glaube ich, die Rundung dazu machen. Aber geht. So, jetzt werden wir das Polster aufziehen. Jetzt habe ich die beiden Ecken oder drei Ecken schon. Schauen wir mal, wie es aussieht und ob es passt. So, eine kleine Zwischenanprobe mal. Sieht gut aus, passt. Geht weiter.
So. Das war die letzte Naht. Wir sind durch. Yes. Ja. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie wir das verschlossen haben. Auch mit Klettband. Und einmal das Gesamtergebnis. Die Schlacht ist geschlagen. Wir sind fertig. Hip hip, hurray. Ja, also, war schon nicht ganz ohne. Moment. War schon nicht ganz ohne alles. Sind viele, 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 viele Einzelteile. Aber, it guide. So, ich wollte jetzt noch mal kurz zeigen, wie wir die Verschlüsse gemacht haben. Also ist vom Prinzip ganz einfach. Ja. Wo stelle ich euch jetzt mal hin? Ja. Wir gehen mal zur Nähmaschine. Mein Lieblingsplatz die letzten Tage und Wochen. Da kommen ja, oder das sind die Gegenstücke von den Haltern, die am Brett da sind. Zeige ich euch gleich nochmal im Wohnmobil. Und verschlossen haben wir es letzten Endes mit einem Klettverschluss. Den kann man hier so aufziehen. Hier, ja, ganz normalen Klettverschluss eben. So, angenäht. Und fertig. So, das haben wir bei den ganzen anderen Schisselabhängen auch gemacht. Ja, so sieht das Ergebnis aus. Einmal genauer gucken. So, auch da haben wir einen Klettverschluss gemacht. Ja, ist tipptopp geworden, so wie ich meine. Unseren Ansprüchen genügt es definitiv. Ungefähr 4000 Mal schöner als dieser Rotz hier. Naja gut, ist ja Geschmackssache, aber nichtsdestotrotz. Ich werde es jetzt mal rein in den Günner packen und dann gucken wir uns nochmal das ganze Bild an. Da bin ich echt gespannt jetzt drauf. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Wagen wieder. Ist das schön? Also mir gefällt's, uns gefällt es extremst schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Aufwand zu betreiben, ehrlich gesagt. Das Ganze gibt auch eine, ja, farblich zumindest eine ganz andere Stimmung. Ich meine, ist jetzt kein neues Wohnmobil, aber sieht verdammt gut aus. Die Gardinen und die Vorhänge, beziehungsweise nur die Vorhänge und die Kissen haben wir bei der Gelegenheit auch noch selber genäht. Ein Inlay von unserem alten Kissen und einmal einen neuen Bezug genäht. Und die Gardine, beziehungsweise, ja, die Gardine hier, die ist von Poco. Und die hat hier so ein, kann man das sehen? Kann man so rüberziehen.
und wieder zumachen. Dann kann man halt auch so zumachen, dass man nicht mehr durchgucken kann. Oder so, dass man halt gucken kann. Ja, der ist von Poco. Für kleines Geld. Also, wir haben uns so ein bisschen den Wohnbereich ein bisschen freundlicher gestaltet. Sagen wir mal so. Gefällt uns extremst gut. Ich muss mal gucken, wie lange das jetzt da so hält und wie pflegeleicht, das weiß ich alles noch nicht, aber das kriegen wir auch noch raus. Ich werde vielleicht zwischendurch nochmal berichten. Wenn nicht, seid doch so freudig und erinnert mich nochmal dran, dass ich da vielleicht nochmal ein Fazit nach einem halben Jahr oder sowas geben kann. Ja. So, ich gehe jetzt wieder rein. Ist ein bisschen frisch hier draußen. Die Heizung habe ich nicht an. Von daher möchte ich mich jetzt auch nicht noch erkälten. So kurz vorm Urlaub übrigens. Wir fahren ja im Januar im Urlaub. Und da haben wir uns dieses Jahr mal Spanien überlegt. So eine Art Überwinterung. Light. Dazu gibt es aber später mehr. Und, was sagst du? Ja, sieht gut aus. Das neu. Ist alles tippidi-top. Jo. Nee, also. Sag mal was. Sag mal ganz ehrlich. Also. Ganz ehrlich jetzt, bitte. Ich bin stolz auf uns. Auf mich. Auf dich hauptsächlich. Nein, auf dich muss es sein. Nein, du hast das ja im Großen und Ganzen alles gemacht. Ja, aber das, deswegen also sind wir von jetzt daher, nicht hier. Oh, jetzt guckt sie. Jetzt wird es kritisch. Jetzt kommt der Blick. Und du hast ja auch vieles gemacht. Ach so, nein. Du hast ja den Großteil gemacht. Ich habe ja nur die Kopfstützen gemacht. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Komm, wir setzen ich uns. Hatte die Idee. Komm, wir setzen uns mal. Ja, gut. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben gedacht, wir werden gar nicht mehr fertig. Aber. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, aus meiner Sicht hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv. Jetzt weg von diesem orangenen, oranje, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Aber. 60er-Jahre-Scharm. Ganz ehrlich. ich habe eine Frage. Würdest du das nochmal machen? Jetzt nach den Erfahrungen. Würdest du das empfehlen? Also ich würde mich vielleicht erstmal kundig machen, was es kostet, das nähen zu lassen. Und dann würde ich abwägen. Weil ich sag mal so, ich denke mal, dass wir doch schon da... Die Zeit darfst du nicht rechnen? Nee. Dann sind sie unbezahlbar. Okay, also. Ich... würde es nicht nochmal machen. Ich würde es wieder machen. Ja. Mit den Erfahrungen, die wir jetzt hier sammeln durften, würde es wahrscheinlich auch um einige schneller gehen. Ja. Aber für alle, die da draußen sich auch diesen wahnsinnigen Gedanken verfallen fühlen, es selber zu machen, es geht. Es geht, ist eine Heidenarbeit. Ist viel Arbeit, ja. Viele kleine einzelne Teile. Und im Vorfeld richtig schlau machen, ne? Ich sag mal so, wenn man nicht so versiert ist mit dem Nähen, ich sag mal, eine Nähmaschine, Bedienungsanleitung lesen, ja gut, wird ja wohl jeder können. Und ja, man lernt aus Erfahrung und sagt dann hinterher, ja, so geht's ganz gut und so kannst du es besser machen oder so kannst du es besser machen. Und ich sag mal, wir haben nun mal keine Profi-Nähmaschine, sondern halt eine gute Pfaff. Ja, gut. Und damit ging es halt sehr gut, aber ja, es dauert dann halt, ne? Also man will es ja auch richtig machen und schön machen und nicht nur mal eben so, ne? Ja, soll, und soll ja auch ja, halten, ne? Ja, ja, so, ja. Nicht nach zweimal draufsitzen die Nähte platzen, ne? Also nee, von nee. Daher... Also ich würde es tatsächlich wieder machen, allein der Reiz, es selber zu machen. Ihr kennt mich, ihr wisst, was ich so treibe. Ich mache es halt selbst. Ich mache es mir gerne selbst. Nee, das kannst du so nicht sagen. Ne? Ich mache es gerne selber. Dann weiß ich wenigstens, wo ich gefuscht habe. Nein. Nochmal, Schluss. Es hat sich gelohnt. Ich würde es auch wieder machen, definitiv. Ich werde jetzt ein bisschen ein Stück weit schlauer. Weil die ein oder andere Naht musste ich tatsächlich wieder aufmachen. Ja, gebe ich zu. Ich glaube, 3 Nähte musste ich wieder aufmachen. So Stückchen immer nur, aber da war ich zu wild unterwegs.
Aber nichtsdestotrotz. Ja, Mäuschen, dir gefällt's auch, ne? Aber nichtsdestotrotz. So. Soll reichen für dieses wir beziehen unseren Stoff selber Video, oder? Hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was sagen? Nein, ich möchte dazu nichts mehr sagen. Wenn ihr speziell jetzt zu dem Stoff oder dergleichen noch Fragen habt, rein in die Kommentare, beantworten wir gerne. Gar keine Frage, wenn wir es können. Ansonsten findet ihr alles auf diese Internetseite UKText. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Jo. Und ihr habt es gemerkt, wir haben schon lange kein Video mehr hochgeladen. Wir sind im Moment voll bis Oberkante Unterlippe. Termine ohne Ende, Arbeit ohne Ende, tralali, tralala. Deswegen würden wir gerne dieses Video jetzt auch nochmal nutzen, um einen kurzen Gruß, einen kurzen Weihnachtsgruß rauszuhauen. Ja. Und ein kleines Dankeschön. Genau, ein kleines Dankeschön für, so wie wir finden, hervorragendes 2019. Danke für den Support, danke für die Kommentare, danke für die ganzen Abonnenten, für die neuen Abonnenten, für die alten Abonnenten, für alle, die noch kommen mögen. Erzählt es gerne weiter, teilt uns, liked uns, was auch immer. Ihr kennt das Prozedere. Ja. Hat uns extrem viel Spaß gemacht, glaube ich. Ja. Im nächsten Jahr geht's weiter. Genau. Und zwar schon im Januar. Ja. Wie immer fahren wir im Januar nochmal schön Urlaub machen. Ja. Sollen wir schon sagen, wo es hingeht? Ganz was anderes. Genau. Also diesmal nicht. Ich hab's ja, glaube ich, schon erwähnt. Nicht in den Schnee. Ja, hast du schon gesagt. Also, wo waren wir nochmal letztes Jahr im Winter? Achso, da haben wir ja die Mosel-Rhein. Genau, da haben wir ja die Mosel-Rhein-Tour mit dem Schneefall am Anfang. Nein, wir fahren diesmal, für die, die es noch nicht wissen, Richtung Spanien runter. Wir wollen an der Küste von Spanien lang. Mal Richtung, gucken, wie weit grobe Richtung Gibraltar. Genau. Mal gucken, wie weit wir kommen, was uns das Ganze bringt, weil bisher so Ausland außer Dänemark waren wir jetzt bis jetzt mit dem mit unserem schön, jetzt richtig schön. Fast neuen Günner. Günner noch nicht gewesen. Mal gucken, wie sich das antut in Frankreich, Spanien. Ja. Schauen wir mal. Ich freue mich riesig darauf. Genau. Ihr seid und dabei. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf und folgt uns wieder schön. Wenn einer schon super geile Tipps hat, so wie Dänemark, hat gut funktioniert, rein in die Kommentare. Ja. Wir würden uns da wahnsinnig drüber freuen. Also, das sind so die kurzen Aussichten für bis Januar, ne? Dann haben wir natürlich den Sommerurlaub noch und es kommen auch noch diverse Videos. Ich habe das mitgefilmt, aber noch nicht geschnitten und schon geschweige hochgeladen. Bremsklötze vorne habe ich noch ausgetauscht. Kleine Inspektion wollte ich auch noch machen, Ölwechsel etc. Ich weiß nicht mehr, was habe ich denn noch alle gehabt? Tausend Dinge. Die Trittstufe, die funktioniert im Moment nicht, die muss ich noch machen. Also da kommt auf jeden Fall noch was, bleibt dabei. Und es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig, das ist richtig. Hoffe ich. Also für mich nicht. Nee, du hast genug zu tun. Ihr entscheidet, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Wenn nicht, geht weiter. So ist das im Leben. Nein. Ich habe noch ein Problem erkannt. Da braucht ihr euch nicht wundern. Ich lade die Tage oder im Januar oder so, wenn wir im Urlaub sind, vielleicht habe ich Zeit, nochmal ein Video hoch, Teil 8 von der Mosel-Rhein-Tour. Da ist der Ton weg. Da habe ich Bockmist gebaut und jetzt habe ich gemerkt, dass der Ton weg ist. Also wenn ihr einen Stummfilm sehen wollt, könnt ihr euch das gerne antun. Ich lade das nochmal neu hoch, weil ich kriege den Ton nicht mehr nachträglich rein. Nicht wundern, den kennt ihr schon, den Film. Einfach nur Daumen klicken. Nein, das war's. Ich würde sagen, in diesem Sinne, frohes Fest. Schöne Weihnachten. Lasst euch schön beschenken. Besinnliche Kommt Tage noch, wenn es geht. Gut ins neue Jahr rein. Vor allen Dingen gesund. Gesund. Macht keinen Scheiß mit den Böllern. Genau, denkt an die Tiere. Wir sind Silvester wieder unterwegs, kriegt ihr aber soweit, glaube ich, weniger mit. Wir sind irgendwo im tiefsten Wald. Wald, wo keiner knallt wegen. Vielleicht filme ich da mal was. Das kommt dann irgendwann im Januar, deutlich zu spät, aber dann für 2020 vielleicht. Ja, komm.
Ja. Nicht zu lange, das Video wird sowieso schon extrem lange. Genau, und dann geht es im Januar los und dann sehen wir uns wieder. Genau, in diesem Sinne, bis dahin. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video aus Spanien, denke ich. Vermutlich. Mit ein bisschen Sonne. Mal schauen. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.